Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz DKB Handball Bundesliga SG Flensburg-Handewitt gegen TSV Hannover-Burgdorf in der Halbzeit 17 zu 11, am Ende 32-26. Wir bedanken uns bei 5.267 Zuschauern. Ich darf TSV-Coach Christopher Nordmeier und Manager Benjamin Chaton begrüßen und für die SG Flensburg-Handewitt Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke. Ja, steigen wir ein in die Spielanalyse. Christopher, wie fällt Ihre Spielanalyse aus? Ja, zuerst mal Gratulation an Lubo und Dirk zum verdienten Sieg, natürlich auch an alle anderen Fans und die Mannschaft. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, ein gutes Spiel zu machen und das ist uns zwischendurch auch mal gelungen, aber in weiten Teilen eben nicht, wo man auch sagen muss, dass man heute gesehen hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Fähigkeiten von Flensburg-Handewitt und uns. Und deshalb kann ich meiner Mannschaft nur bedingt böse sein, weil wir in der ersten Halbzeit ganz gute Lösungen gefunden haben, aber natürlich hat sich Flensburg auch in ihrer Deckungsweise auf unseren Angriff eingestellt, da hatten wir Schwierigkeiten mit. Und dann haben wir natürlich auch ein paar individuelle Fehler gemacht, die wir eigentlich vorher besprochen haben, aber so ist es im Handball, der Trainer sagt was und die Mannschaft macht davon genau die Hälfte. Wenn sie mehr macht, kam eine Chance gegen eine Mannschaft wie Flensburg, muss dann auch schon fast alles klappen. Das hatten wir vorher so vor, aber in der Umsetzung hat das gehapert. Zweite Halbzeit war es dann ein Schaulaufen nach 10 Toren Rückstand, glaube ich, Flensburg einen Gang zurückgeschaltet und wir haben das dann genutzt, was auch unsere Pflicht ist, das müssen wir machen. Und als am Ende wieder die ersten 7 gespielt haben, da ging es halt wieder in die andere Richtung. Man muss einfach anerkennen, dass die Mannschaft in ihrer Stammformation für uns eben zu weit weg ist. Trotzdem finde ich es gut, dass meine Mannschaft am Ende mit 6 Toren verloren und nicht mit 10 oder mit 12. Und insofern bin ich zufrieden. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung, Lubo. Dann bitte ich um deine Analyse. Ja, guten Abend alle und danke schön, Christopher, für die Glückwünsche. Ich bin ja natürlich sehr zufrieden, dass wir 2 Punkte heute gewonnen haben. Es ist ja, wie soll man sagen, es ist nicht einfach nach so ein hartes Spiel, was wir letztes Mal gehabt haben gegen Barcelona, das war 60 Minuten Laufen, Kampf und ein Körper tut weh auf meine Spiele. Das ist ja so. Es sind blau ein bisschen überall. Aber die haben das wirklich gut gemacht. Das war sehr diszipliniert, sehr lange. Abwehr, ich finde, wir haben das auch in Abwehr gut gemacht. Natürlich konnten wir ein bisschen mehr Aggressivität haben. Hat mir ein bisschen gefehlt heute. Aber insgesamt finde ich, das Spiel haben wir im Griff gehabt. Am Ende mochte ich natürlich auch ein paar Sachen probieren. Und dann merkt man, wie schnell das geht in Handball. Wir haben 5-0 verloren in ich glaube, 5 Minuten. So, das war ja nicht optimal. Aber die haben wieder zurückgekommen. Und einen guten Abschluss gemacht. So, zufrieden. Geht weiter zum nächsten Spiel. Und ich bin schon glücklich für die 2 Punkte heute. Das war sehr gute Mannschaftsleistung. Vielen Dank, Lubo. Benjamin, auch ein Statement von dir. Wir sind kurz vor Schluss der Hinrunde. Mit Blick auf das heutige Spiel und dem ausgeglichenen Punktekonto ist Hannover-Burgdorf im Soll. Und das ist pauschal immer schwierig zu sagen, aber zunächst erstmal Glückwunsch natürlich an die SG und alle Beteiligten zu einem verdienten Sieg. Ich glaube, dass die Saisonbilanz für uns nicht zur Euphorie einlädt, aber auch nicht eine Depression auslösen lässt. Wir haben gute Leistung gezeigt und überraschende Punkte gesammelt, aber leider auch bei den Aufsteigern oder zweimal bei Aufsteigern Punkte gelassen. Von daher ist es ein Mix und so sieht auch die Analyse aus, positive und negative Elemente. Und ich hoffe, dass wir die Zeit bis zum Kalenderjahresende mit auch noch einigen Heimspielen, die wir positiv gestalten wollen, nutzen können, um dann zum Jahreswechsel ein positives Konto haben. Denn in der Rückrunde sehen die Aufgaben in der Konstellation vielleicht etwas anspruchsvoller aus. Aber bisher sind wir zufrieden. Heute bei Niederlagen fällt mir das immer etwas schwerer, aber grundsätzlich zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk. Heute Heimspiel. Die Mannschaft spielt ihr Pensum. Da gibt es ja nichts zu bemängeln seitens der Geschäftsführung, vielleicht außer dem Fakt, dass von Barcelona nach Lemgo für die nächsten 2 Auswärtsspiele es keinen Direktflug gibt. Ja, so. Das stimmt. Erstmal auch Christopher, Benjamin, danke für die Glückwünsche.
Ich finde, man hat ja das Gefühl, als wenn man eigentlich fast nur noch hier in der Halle ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das habe ich so immer wieder. Und daran merkt man ja auch, mit welcher Schlagzahl wir gerade spielen. Und dafür kann ich auch nur sagen, dass die Mannschaft das weiterhin mit einer hohen Disziplin macht und ich sag mal auch sehr konzentriert, fokussiert. Und wir haben immer gesagt, dass Hannover auch nicht zu den Mannschaften gehört, die man in irgendeiner Form unterschätzen darf. Das tun wir sowieso bei keiner Mannschaft. Und auch nochmal an euch, Benjamin, Christopher, man merkt auch, dass in Hannover sich da einiges entwickelt. Ihr konstant werdet so in der Liga, das ist natürlich auch für die Liga gut. Aber jetzt geht's nach Barcelona. Wir werden jetzt auch 5 Tage unterwegs sein, weil es dann direkt weiter nach Lemgo geht, weil wir zwischen der Rückkehr aus Barcelona und Lemgo auch nur wieder 48 Stunden haben, um nach Lemgo zu kommen, auf das Spiel vorzubereiten. Und das wollen wir jetzt auch halten wir jetzt auch durch bis zum 26. Dezember. Unsere Zuschauer auch, das machen sie auch mit, das finde ich auch richtig gut und deswegen haben wir heute auch den Dank von Tobias von der Mannschaft an die Zuschauer gegeben und wir hoffen, dass das eben auch noch dann so kommt in den Spielen Friesenheim und Baling, wo wir auch noch eine volle Halle brauchen und wir machen so weiter in diesem Rhythmus und ich bin nicht unzufrieden, sondern ich glaube, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben und noch einiges in dieser Liga passieren wird. Ja, dann schaue ich mal in die Runde. Gibt es Fragen zum heutigen Spiel? Gibt es Fragen an die Herren? Lupo, kann man das mit Hamburg als Ersatz von Thomas so als, wenn ich jetzt Van Dant kennzeichne, wegen des Spielstandes? Ja, also ich hätte ihn nicht früher gebracht. Also das wäre 10 Tore Vorsprung. Und wann soll ich ihm sonst eine Chance geben und die anderen auch, wenn nicht dann. Aber das war ja auch, Hampus hat, ja, er war ein bisschen zu heiß vielleicht. Aber also ich muss ja versuchen etwas. Thomas hat 5 Minuten Pause bekommen, Angriff, Abwehr. Das war schon okay, mehr als 0. Aber ich möchte das natürlich in Zukunft mehr und mehr machen. Und Hampus muss ja irgendwann anfangen auch. Das hat er heute gemacht. Aber die anderen müssen ja dann auch ja, sich gewöhnen, dass Hampus da ist. Das ist ja ganz anderes. Aber ich muss diese Lösung weiter versuchen zu spielen. Ja, bitte weitere Fragen. Herr Nordmeier, wie fühlt man sich denn als Trainer, wenn so nach 48 Minuten von der Stammformation der SG nur noch die beiden Außen übrig sind? Jetzt von meiner Mannschaft oder von ihr, von der Mannschaft von der SG? Ja, so sehe ich das nicht. Ich glaube, das darf man so auch aus meiner Sicht nicht formulieren. Die SG hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und Stammformation ist aus meiner Sicht im Moment gerade die vielleicht angefangen haben, aber das kann sich ändern. Ich habe da gar kein Problem mit. Es geht um Handball, es geht um Wettkampf und es ist auch die Frage, ich habe ja auch gerne mal mit einer Stammformation durchgespielt, die werden irgendwann auch müde, wenn man einen so einen Rhythmus hat und wir haben ja auch englische Woche, also für uns ist es auch jetzt so, dass wir zweimal gespielt haben, dann muss man wechseln und ja, da habe ich gar kein Problem mit. Wir haben das gut gemacht da in der Phase, wir haben 5 Tore aufgeholt, ja, dann läuft das eben so, dass Lubo dann wieder zurückwechselt. Ist auch ganz normal und dann wird es eben auch schwerer für uns. Am Ende nur mit 6. Kein Problem mehr. Ja, weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann sage ich allen Beteiligten vielen Dank. Gute Reise für euch zurück nach Hannover und wir sehen uns demnächst hier wieder in der Halle. Vielen Dank. Tschüss.